Hallo und willkommen zu einem weiteren Age Empires 2 Video. Ich habe mit dieser Reihe jetzt schon länger nicht weitergemacht, deshalb kram ich die mal wieder raus. Und zwar hatten der Erich Müller und ich, einen Kanal noch nicht angeschaut habt, schaut mal in die Videobeschreibung, eine Challenge-Reihe zusammen angefangen, bei der wir sukzessive uns die Leiter hocharbeiten. Mit der schwierigsten KI auf extrem schwer eben. Da hat der Erich in seinem letzten Video, das jetzt auch schon echt eine Weile her ist, die 145% geknackt, nachdem ich die 140% geknackt hatte. Und jetzt bin ich wieder dran, seit längerem schon, und hab's noch nicht versucht tatsächlich. Und ich habe mir vorgenommen, zumindest nicht sehr stark zu verkacken. Ich probiere es jetzt nochmal mit den Khmer. Mit denen habe ich mir auch schon überlegt natürlich. Ich will wieder ein Fast Castle mit Belagerungswaffen versuchen. Und mit den Khmer kann man das Ganze noch relativ unkompliziert gestalten, deshalb versuchen wir das noch. Ich bin gerade frisch aus Spanien aus dem Urlaub, hab das halt mal nicht so viel gespielt, aber das soll jetzt sehr als Ausrede daherhalten. Ich hab mir überlegt, dass ich lamen möchte, also ich möchte jetzt so dann versuchen wir Gegner ein Wildschwein zu mobsen. Ich glaube nicht, dass das bei so viel Handicap wirklich einen Unterschied macht. Also die KI wird das auf jeden Fall verkraften, da ist auch schon mein zweiter. Es geht mehr darum, dass ich quasi extra. Mein Gold gefällt mir sehr gut. Das dürfte relativ. Ich kann dazu sagen, dass ich nicht besonders. Und eins wäre natürlich. Das wollte man hin. Ja. Ich möchte mal da. Dann muss ich ja noch, ja, ich gehe mal stark an hier sind. Hier, genau, die Antwort hier. Hätte ich genau an links laufen müssen. Ist es. Die Wort ihrer doch. Kann natürlich sehr gut sein, dass sie ihre. Ja, nicht gehört. Ah, da wäre es gewesen. Ja. Oh, gut. Das ist auch schon das zweite. Das hat also nicht geklappt. Ah. Bären dürften. Dann ist die KI echt schlecht. Ja, wenn ich hier im Areal wird es wahrscheinlich gewesen. Jetzt hier mal 5 auf. Oh, abgesehen. Ah, 5 auf Bären. Ich werde die Bären wahrscheinlich nicht aufbrauchen. Dann irgendwann da angreifen wird.
Nicht wirklich eine Bildorder, muss man dazu sagen. Gold ist halt echt. Aber die Beeren werde ich halt nicht aufbauen. Ach, noch 24. So im Saft. Das Bild scheint einigermaßen zu funktionieren. So, KI ist recht ausrechenbar in der Hinsicht, dass, weil quasi in direkter Angriffslinie mir laufen wird. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie hier zu kommen. Ich würde sogar sagen, es ist nahezu. Schicht sein, aber wie ihr seht, ich hauen und ich muss sie dann irgendwie. Halt. Das ist ja hier noch nicht beim Bären ist, also. Lässt sich hier auf jeden Fall davon abbringen. Timing wird jetzt absolut entscheidend, also ich muss sehr, sehr schnell in die Offensive kommen, glaube ich. Kann es mit dem Kreuz eventuell. Wo baue ich die? Ich muss sie hinter das Dorfzentrum setzen. Oder mich sonst vom Bauen. Er lässt sich vom Dorfzentrum nicht mehr ab. Ja,
Ja, jetzt dumm ist, dass er mir die Mühle kaputt gemacht hat, bevor ich eine Feldverbesserung erforscht habe. Das ist nicht. Er hat mir noch ein Haus abgerissen. Jetzt ganz schnell. Okay, das ist jetzt. Ich habe nur abwehren können, eigentlich. Ganz, ganz dringend. Nein, 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 nein. Okay, hier muss ich aufpassen, werden lang. Komm. Also ein bisschen verbleiben. Dass ich gerade so wenig rede.
Achtung. Oh shit, ah. Ja, ich muss jetzt. Bin ich angerufen. Eine Punkte mehr zu. Einmal jemand ist das doch nicht. Das ist ja neuer. Hat er hier hinten. Ah, ich bin jetzt auf der hier noch doch. Einmal. Keine Häuser? Die greifen mit. Er gibt auf. Oh, oh Mann. Oh. Hab ich jetzt ehrlich gesagt gewundert, dass er hier an der Stelle aufgibt. Ich dachte ehrlich gesagt, dass die Burg kaputt machen muss. Okay. Das hat aber ja einigermaßen gut funktioniert eigentlich. Also dafür, dass ich recht langsam unterwegs war mit dem Push. Also als ich hier angekommen war, hatte er schon, hätte eigentlich schon zig Ritter machen können. So zwei, drei Ritter hätten das komplett gekillt. Dafür hat jetzt die Mönche echt sehr, sehr spät erst
Wenn er die Mönche früher, wenn er die Ritter früher gehabt hätte, hätte ich auch die Mönche früher machen müssen und so weiter. Naja, also ich nehme es mal mit, so ist es nicht. Ja, hab sogar mehr Dorfbewohner als er. Na gut, am Ende noch einige gekillt natürlich. Wirtschaftsbalance war komplett für nix, aber war ja ein All-In. Damit habe ich also die 150% geschafft. Damit liegt der Ball wieder bei Erich Müller. Ich hoffe, ihr habt Spaß an seinem Video.